scene. You read it so obsessively, you can't see clear anymore. Das 20-mal Impulse Tag X und Ovidio Bretin ist auch ein Impulsgeber für Gesundheit, für Geld und Glück. Er hat in seinem Leben schon vielen, vielen, vielen Menschen geholfen und jetzt hilft er vielen Menschen, mehr Wohlstand, mehr Reichtum, mehr Gesundheit, mehr Glück in ihr Leben zu ziehen. Und wir sind begeistert immer wieder. Und sein Motto kennen wir schon, ja. Wenn mein Warum stark genug ist, so kommt mein Wie von ganz allein. Sein Thema heute, Schritt für Schritt alle Möglichkeiten testen. Er stellt uns Fragen wie, ist Mut wirklich nur das Gegenteil von Angst? Ich habe es immer wieder probiert, bis ich geschafft habe, nicht die Probleme, sondern die Lösung sofort zu sehen. Und großen Applaus und auf die Bühne mit, das Mikrofon gehört dir, lieber Ovi. Wunderbar, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, vielen, vielen Dank für deine ganz tolle Beschreibung, was mich betrifft, was den betrifft, was ich mache. Ja, Ovidio Bretin, fit, gesund, mobil. Und ich weiß, dass einige von euch ist schon klar, dass sowas wie Zufälle es nicht gibt. Allerdings, interessanterweise, bin ich in letzter Zeit sehr oft auf ganz tolle Impulse gekommen zum Thema, zum Thema Angst und so. Ne? Und zum Beispiel, ich habe einige Dinge besucht in letzter Zeit. Also ich bin ja auch sehr oft in Südtirol. Und der Reinhold Messe hat dort mehrere Museen. Eins davon ist in Schloss Sigismund, also es heißt Sigismund Kron bei Bozen, das Messner Mountain Museum. Wenn ihr noch nie da war, ich empfehle euch, es zu besuchen. Und dort steht die Angst, oder beziehungsweise hatte in einem Interview vor 2 Tagen auch nochmal wiederholt, die Angst wächst mit dem Zögern. Mut kommt mit jedem weiteren Schritt. Und ich habe gedacht, Mensch, das passt eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern das passt auf unser Vortrag von heute. Weil genau so habe ich dort bei ihm in dem Museum genau diesen Spruch gesehen. Und es ist interessant, ne, dass Menschen auf so eine Idee kommen, dass es denn nicht einfach war, Mut zu finden. Es ist uns genauso. Und man muss in bestimmte Situationen kommen, um dahin zu kommen. Und wirklich, es war immer wichtig, dass zum Beispiel auch bei mir, dass ich es versucht habe. Und das habe ich deswegen versucht, weil ein guter Freund hat mir auf den Weg gegeben, Mut ist die Grundlage für ein erfülltes Leben. Da habe ich mir damals gedacht, das ist bestimmt 30, 40 Jahre her, ich gedacht, mal sehen, was er damit meint. Und da habe ich angefangen, für meinen Mut was zu tun und das auch zu stärken. Und das war gut so, weil, wisst ihr, Mut half mir, mich selbst auch besser kennenzulernen, damit auch neue Wege zu gehen. Und der Schlüssel zum Erfolg, der lag später in der Entwicklung meiner persönlichen Stärken und auch in meinem Selbstvertrauen, den ich dabei gewonnen habe. Mut bedeutet Handeln, trotz Angst. Jeder von uns kann mutig sein, jederzeit, an jedem Ort. Wisst ihr, das Wort Angst
stammt übrigens vom althochdeutschen Verb an Gefahr leiden. Aber damals war unsere Existenz oder der in Deutschland lebenden Menschen zu der Zeit noch sehr stark von tödlichen Bedrohungen durch wilde Tiere und Kriege abhängig. In dieser Zeit hatte die Fähigkeit, Angst zu empfinden und damit umzugehen und zu lernen, einen riesigen Stellenwert für unsere Vorfahren. Diejenigen mit mehr Angst hatten natürlich eine bessere Überlebenschance. Aber vergiss das, denn die Fähigkeit, die ist uns heute nicht mehr so stark von Nutzen. Im Gegenteil, viele Menschen lassen sich von ihrer Angst regelrecht lähmen. Wenn wir unsere Ängste jedoch bewusst annehmen und mit Mut zu ihnen stehen, können sie uns dabei helfen, unser volles Potenzial auszuschöpfen. Es ist nicht einfach, die Angst zu überwinden, aber es ist möglich. Wisst ihr, eine gute Strategie, um Angst zu überwinden, ist es für mich, mir darüber klar zu werden, was ich erreichen will. Und sobald ich meine Ziele kenne, dann kann ich einen Plan erstellen, um dann meine Ziele auch zu erreichen. Und jetzt starten bereits die ersten Schritte, indem ich mir überlege, na, wie gehst du jetzt vor? Was muss ich unternehmen, um jetzt diese Ziele zu erreichen? Und dann gehe ich diese Schritte, und so kam ich auch auf die Idee, die Zehenspitzen, gehe ich diese Schritte eins nach dem anderen an. Auf kleinen Schritte mache ich mich auf den Weg. Und damit habe ich mehr Erfolg gehabt, als, so wie man so sagt, mit dem Kopf durch die Wand. Ein weiterer wichtiger Schritt ist es, positive Gedanken zu haben. Merken Sie sich, Sie können sich immer nur selbst motivieren. Sie kennen Ihr Ziel und damit auch Ihr Warum. Ab jetzt ist es nur wichtig, nach Lösungen zu suchen, indem Sie nur positive Dinge denken. Weil Sie wollen doch Ihr Ziel erreichen und der ist positiv. Ich erinnere mich oft dabei an meine noch so kleinen Erfolge, die ich bereits erreicht habe. Und das hilft mir. Ich konzentriere mich auf die Ziele, die ich auch dabei jetzt neu erreichen will. Und dann lasse ich mich von meinen Ängsten überhaupt nicht mehr abhalten. Okay, das, was ich noch brauche, und das kann jeder von uns ganz leicht, ist ein bisschen Disziplin, Durchhaltevermögen. Und damit haben wir unsere Ängste überwunden und die Ziele auch erreicht. Übrigens, wieso Motivation für uns so wichtig ist und sogar essentiell. Wisst ihr, wenn du dich selbst motivierst, dir bewusst machst, was du erreichen willst und dann kleine Schritte auf deinen Weg machst, wirst du sicherlich Erfolg haben. Mit der richtigen Einstellung, der richtigen Strategie kannst du jetzt deine Ziele doch nur mit Leichtigkeit erreichen und auch deine Angst überwinden. Ich kann euch schon sagen, also Mut ist mehr als nur ein Wort. Es ist eine Einstellung und eine Haltung, die mir ermöglicht hat, mich meinen Ängsten zu stellen und die Dinge anzugehen, die mir Angst gemacht haben. Jeder von euch weiß, was Lampenfieber ist. Wusstet ihr, dass der Begriff Lampenfieber aus dem Französischen kommt und basiert auf dem Bild, dass der Schauspieler an den Lampen sich verbrennen könnte? Okay, der hat sich nicht an den Lampen verbrannt, aber davon kam dieser Begriff zustande. Ich litt übrigens über eine ganz übliche Art von Lampenfieber. Bei Auftritten bekam ich vor Aufregung keine Luft mehr. Meine Unsicherheit, etwas Falsches zu sagen, war grenzenlos. So, dann habe ich mich gefragt, wie sollte ich jetzt meine Aufgabe
fachlich unvertriebliche, die ich damals hatte, mit Vorträgen vor Kunden und Interessenten durchhalten. Nur eins ist klar, ich wollte diese Aufgabe sehr gut meistern und sogar darin wachsen. Also kaufte ich mir eine Filmkamera. Das ist jetzt 35 Jahre her. Sie hat mich zu der Zeit circa 2 Monatsgehälter gekostet. Ich probte meine Präsentationen, und das ist kein Witz, was ich euch erzähle, im Schlafzimmer, weil da hatten wir so einen ganz großen Spiegel an dem Schrank. Und ich habe mich die ganze Zeit auch gesehen in den Spiegel und habe in den Spiegel gefilmt, dass ich das nahe nochmal sehe. Und mit dieser große Aufwand, den ich betrieben habe, der hat sich gelohnt. Weil ich wollte unbedingt genau diese Art von Aufgaben meistern. Ich habe gespürt, dass darin meine gesamte zukünftige Entwicklung lagen wird. Und ja, ich habe es geschafft. Ich hatte nämlich ein Warum. Wisst ihr, Mut bedeutet, Risiken einzugehen und das Unbekannte zu erforschen, wie hier mal so bis auf die Spitze eines Berges hochzugehen. Aber auch wie in meinem Fall. Das bedeutet, dass ich mich nicht von meiner Angst einschüchtern ließ. Denn indem Sie Mut haben, können Sie auch Ihre Ängste überwinden und sich selbst beweisen, dass Sie es schaffen können. Sie können dann sich über Ihre Erfolge freuen, genauso wie ich, und in schwierigen Situationen auch neue Wege finden. Ist das nicht eine tolle Vision? Wissen Sie, Sie werden damit selbstbewusster und Sie werden sich mehr zutrauen. Mut ist ein wichtiger Teil des Erfolgs. Es gibt auch Ihnen Kraft, die neuen Wege zu gehen und auch Risiken einzugehen. Apropos Risiken. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch gestern Abend gesehen hat, aber gestern Abend war im Fernsehen, auch so einer dieser Zufälle, ein Interview mit Habeck. Unser, was ist er jetzt, nicht Finanzminister, ich komme nicht drauf, aber auf jeden Fall hatte momentan sehr viele Dinge zu entscheiden als Minister. Und er wurde gefragt, ja, also sind bis jetzt in Ihrer Entscheidung auch sehr viele Fehler passiert. Wollen Sie eigentlich so weitermachen? Weil Sie werden ja unter diese Fehler später leiden. Seine Antwort war, ja, für uns ist das die Zeit heute total neu. Wenn ich Ängste hätte, eine Entscheidung zu treffen, da würde nichts passieren. Und deswegen ist es ja auch wichtig, dass wir unsere Ängste überwinden und wir werden nur damit unser volles Potenzial entfalten. Ist das nicht eine wundervolle Aussicht? Sie werden Ihr Leben nach Ihren eigenen Wünschen leben. Mit Mut können Sie Angst besiegen und das Beste daraus machen. Nee, da wollte ich irgendwo anders hin. Es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie anfangen können, mutiger zu werden. Am wichtigsten ist jedoch, dass Sie Ihre Ängste überwinden und sich selbst herausfordern. Ein guter Anfang ist es, einfache Aufgaben zu nehmen, zu meistern und damit zu lernen, mit Rückschlägen umzugehen. Wissen Sie, das lohnt sich. Denn Mut ist die Fähigkeit, sich in ungewisse und gefährliche Situationen zu begeben, obwohl man Angst hat oder weiß, dass man vielleicht scheitern könnte. Es ist die Fähigkeit, trotzdem mutig zu handeln. Und dabei gibt es viele verschiedene Methoden, um mutig zu werden. Die erste Methode ist es, sich bewusst zu machen, dass Mut nichts Schlechtes ist. Wir alle haben Angst. Und das ist normal, Angst zu haben. Mutig sein heißt nicht, keine Angst mehr zu haben. Es heißt, trotz der Angst zu handeln.
Die zweite Methode ist es, sich vorzustellen, dass man jemand anderes ist. Wenn wir uns vorstellen können, dass ein anderer Mensch mutig sein kann und das tun kann, dann können wir auch mutig sein und wir können es auch tun. Und die dritte Methode ist es, sich vorzustellen, hoppla, sich vorzustellen, was passieren könnte, was man tun sollte. Und so kann man sich besser auf die Situation einstellen und auch handeln. Und wisst ihr, genau das habe ich auch durch meine Übung getan, wenn ihr euch erinnert. Nicht scheitern, das ist der schnellste Weg, um mutig zu werden. Etwas Mutiges zu tun, ist das Beste. Ein guter Freund sagte mir vor kurzem, als wir uns darüber unterhalten haben, ich wähle diese Vorgehensweise. Wenn ich mich für ein Ziel entschieden habe, das mir Angst macht, nehme ich das sofort in Angriff. Dabei ist mir aufgefallen, dass er dabei nur zwei Ergebnisse haben kann. Es kann sein, dass es nicht funktioniert. Das heißt, es war ein Fehler, was er begangen hat, und das gab ihm die Möglichkeit, etwas Neues zu lernen. Oder es hat funktioniert. Und sein Erfolg war seins. Also mit der richtigen Einstellung kann jeder von uns lernen, mutig zu sein. Und? Also, geht's jetzt los? Es lohnt sich. Mut ist die Fähigkeit, sich in ungewisse Situationen zu bewegen. Es ist der Weg dahin. Und? Ihr kennt ja meinen Spruch, denn dann könnt ihr auf jeden Fall selber auch mutig sein und mutig werden. Das warum? Kann ja sein, dass Sie jetzt trotzdem noch eine Schwierigkeit haben. Deswegen gebe ich euch noch einen Tipp, was ich gemacht habe. Ich habe mir Freunde oder Mentoren gesucht, die mir gezeigt haben, wie man Mut beweist, wie mich ermutigen kann, für meine Ziele einzustehen. Und dann habe ich festgestellt, ja, die Mutigen gehört der Welt, die Welt. Und Mut muss trainiert werden. Und wenn Sie Ihr Warum haben und Ihr Warum stark genug ist, dann wird Ihr Wie von allein kommen. Danke euch, Ovidiu Bretan, fit